Und als sich dann herausstellte, dass mein Bruder nicht das nötige Kleingeld für die imaginäre Ware dabei hatte, wurden sie ein bisschen sauer und haben mit Knarren auf uns gezielt. Hey Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Die letzten paar Tage waren für mich einfach nur Stress pur. Tja, sowas passiert nun mal, wenn man auf die Idee kommt, eine wissenschaftliche Arbeit, für die man fast ein ganzes Jahr Zeit hatte, innerhalb von wenigen Tagen zu schreiben. Deswegen hatte ich leider keine Zeit, ein Drehbuch zu schreiben oder Spezialeffekte zu machen und es gibt heute nur ein ziemlich improvisiertes Video. Neulich hat mein Kumpel Stevanian ein Video hochgeladen, in dem er einfach über die Geschichte hinter einigen seiner Instagram-Bilder geredet hat. Und das fand ich ziemlich cool und da ich selbst seit ungefähr einem halben Jahr ein ziemlicher Instagram-Suchti geworden bin, dachte ich mir, hey, das ist cool, Tobi, darauf hast du Bock. Und deswegen gibt es heute meine Insta-Stories. Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Dieses Bild an sich ist gar nicht weiter spektakulär, aber die Geschichte, die dahinter steckt, ist dann doch schon ziemlich cool. Ich war neulich zu Besuch bei meinem Bruder in Hamburg und dieser dachte sich, hey, den Tobi kann ich doch mal auf eine ganz besondere Art und Weise willkommen heißen. Und zwar hat er drei seiner Freunde darum gebeten, mich ein bisschen zu verarschen, indem sie sich quasi als russische Gang ausgeben und einen Drogendeal mit ihm vortäuschen. Und als sich dann herausstellte, dass mein Bruder nicht das nötige Kleingeld für die imaginäre Ware dabei hatte, wurden sie ein bisschen sauer und haben mit Knarren auf uns gezielt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hatte zumindest noch nie eine Pistole auf mich gerichtet und das war kein geiles Gefühl. Mir sind in diesen wenigen Sekunden so viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass es nur eine Verarsche sein könnte. Aber vor allem dachte ich mir nur so, ey, Bruderherz, das ist echt scheiße, du bist echt ein Arschloch. Ich komme dich einen Tag lang besuchen und verrecke. Das ist echt nicht cool. Weißt du, ich habe nächste Woche noch was vor. Ist gerade ein schlechter Zeitpunkt zu sterben. Falls ihr also schon immer mal wissen wolltet, wie ich aussehe, wenn ich, und das ist keine Übertreibung, wirklich Todesangst habe, bitteschön! Falls ihr den ganzen Prank sehen wollt, habe ich ihn auf meinem Zweitkanal hochgeladen und unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich war in dem Moment, in dem das alles aufgelöst und mir gesagt wurde, dass das nur ein Scherz war, auf jeden Fall so erleichtert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Moin, ich bin Dima. Dieses Bild ist erst wenige Tage alt und die Geschichte dazu ist eigentlich ganz einfach. Ich war einkaufen und habe im Laden Clementinen gesehen. Und irgendwie musste ich dabei sofort an den guten Clement Davis denken. Und ja, ich konnte mich einfach nicht zurückhalten, dieses Bild zu photoshoppen. Das hat Spaß gemacht. Ach so, wo ich gerade schon mal bei Zitrusfrüchten bin, ich wurde übrigens auch von meinem guten Kumpel Chris zur Lemonface Challenge nominiert. Also, das hier, ist Smiley Cyrus. Dann habe ich hier außerdem noch den guten Harry Potter. Hier, da ist die Blitznarbe und so. Man würde ihn eventuell besser erkennen, wenn die Haare schwarz wären, aber ich hatte nur einen roten Edding. Und dann natürlich noch diesen coolen Piraten hier. Denn wie wir alle wissen, sind Piraten dieses Jahr voll in. Okay, das war natürlich nur Quatsch, aber falls du wirklich noch nichts von dieser Aktion gehört hast, dann schau mal unten in der Videobeschreibung, da gibt es alle wichtigen Informationen dazu. Übrigens warte ich schon auf irgendeine Schlagzeile wie Hunderte YouTuber bei Lemonface Challenge gestorben, weil sie sich an Zitronenkernen verschluckt haben oder irgendwie sowas in der Art. Na gut, dann würde ich sagen, hau ich mir das Teil mal richtig rein, oder? Ich sag's noch gerne. Ich hab's doch gesagt. Die Kerne sind richtig, richtig nervig. Ich habe selbstverständlich schon gespendet und tagge den Maidonic und die gute Simply Anna TV, diese Challenge auch zu absolvieren. So, und jetzt schnell zurück zum eigentlichen Sinn des Videos, also Instagram-Bilder und so. Husch, husch. Ja, auf dem nächsten Bild sehen wir meinen Nippel. Kurz nachdem ich 18 geworden bin, habe ich mich zum ersten Mal tätowieren lassen und es war für mich einfach was sehr Besonderes, weil ich dieses Tattoo schon ewig haben wollte. Also echt, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, seit über 5 Jahren wollte ich das schon haben. Und es war einfach geil, dass dann quasi unter meiner Haut tragen zu können. Das letzte Bild, das ich euch heute zeigen möchte, ist zwar gar nicht auf meinem Instagram-Profil online, aber es ist trotzdem einfach nur awesome! Awesome! Dieses Bild ist im Sommer in Köln entstanden und es erinnert mich einfach immer wieder daran, was für tolle Momente ich schon dank YouTube erleben durfte. Durch dieses Hobby durfte ich schon so viele tolle Menschen kennenlernen, zum einen andere YouTuber, aber zum anderen natürlich auch euch als meine Zuschauer, die immer fleißig Kommentare schreiben oder mir Nachrichten schicken. Deswegen Dankeschön an euch, dass ihr alle dieses Hobby mit mir teilt. Auch wenn das heutige Video mal nicht so aufwendig und witzig war wie sonst, hoffe ich natürlich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, besser als gar kein Video. Und ja, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder in alter Frische. Macht's gut!